Hallo und herzlich willkommen hier bei CubeCon LP. Ja, wir spielen hier, wir waren letztes Mal ja hier im Keller und ich habe hier mal ein bisschen Stein gebrannt und ein bisschen Holz gefarmt, sodass wir jetzt hier mal einfach beginnen, hier den Keller mal auszukleiden. Und wie ihr seht, spiele ich wieder im Standard-Texturen-Paket. Das liegt einfach daran, dass es im Moment extrem heiß ist hier, auch bei mir auf 100 Metern Meereshöhe bin ich ungefähr, und das macht auch meinem Rechner ganz schön zu schaffen. Und vielleicht hört ihr es auch im Hintergrund, ich habe jetzt auch so einen kleinen USB-Lüfter bei mir noch zusätzlich an den PC gemacht. Es könnte ein bisschen laut werden, hoffen wir, hört es nicht ganz so. Einfach damit ich aufnehmen kann, ja, und der ein bisschen gekühlt ist. Also es ist echt extrem, kann man schon sagen. Ja, also wir fangen jetzt. Ich habe hier übrigens schon mal in meinem Buch, habe ich jetzt schon 2 Seiten voll mit Sachen, also mit Kisten, die ich brauche. Ich denke, mir wird da auch noch was einfallen. Ich spiele übrigens ja immer noch auf 1.3.1. Das ist ja mittlerweile schon länger die 1.3.2 raus, aber das sind eigentlich nur Bugfixes, also ist auch nicht so schlimm. Aber ich habe jetzt gesehen, es kommt jetzt dann, also es ist dann bei der 1.4 auf im Wiki schon wieder extrem viele neue Sachen. Zum Teil auch richtig coole Sachen, so habe ich mir schon wieder gedacht. Da kommt schon wieder einiges. Ja, zum Beispiel kann man jetzt die ganzen Ledersachen färben, die ganzen Lederrüstungen. Das wird sicherlich lustig. Und so Sachen könnt ihr einfach mal reinschauen im Minecraft-Wiki unter zukünftige Version. Na? Also wie gesagt, es leckt hier gerade noch ein bisschen. Es liegt aber nicht am Server, sondern an meinem PC, weil der einfach gut ausgelastet ist bei der Hitze. Aber irgendwie leckt die Fackel. Egal. Jetzt sah ich die Fackel. Die hing da wieder irgendwo im Nirgendwo. Die kriege ich auch so. Dann machen wir das hier. Zweier. Ja, was könnte nur. Die Gamescom war. Jetzt. Aber. Ja, ich war nicht dort, ziemlich, ja, Köln liegt jetzt nicht gerade so nah und deswegen, aber ich habe den Video Day Livestream geguckt, der war ja hier live auf YouTube, und ehrlich gesagt, meine Meinung, es war bescheiden. Vor allem, man konnte ihn eigentlich nur flüssig schauen, den Livestream, also nee, nicht flüssig, halt das Ton und Bild waren eigentlich nur synchron bei HD-Qualität. Bei anderen niederen Qualitäten war einfach Ton und Bild asynchron, was ja mal voll Panne war. Und sonst, das Publikum, muss ich mal ganz ehrlich sagen, das war ja mal voll nicht gut drauf, ehrlich gesagt. Die ganze Zeit, glaube ich, war zu sehr beschäftigt, ihren Tablet und Smartphone hochzuhalten, als da irgendwie ein bisschen Stimmung zu machen. Das fand ich auch sehr lahm. Und ja, es war, fand ich jetzt nicht so toll. Ich habe dann auch, nachdem bei Titi kam, weggeschalten und es mir nicht mehr angeguckt. Weil man sagen muss, dass ich es auch schade fand, dass selbst bei denen alles Playback war. Aber gut.
so ist es halt. Ja, also ich werde jetzt dann auch mal versuchen, jetzt endlich mal ein Let's Play Together hier auf die Beine zu stellen. Ich habe ja jetzt schon zwei möglichen Kandidaten. Ah, der eine ist jetzt in Urlaub, die andere, da muss ich jetzt mal noch reden, wie wir das mit dem TeamSpeak Server machen. Da werde ich mal unseren Server-Administrator fragen, weil wir haben ja jetzt auch einen eigenen Server, eigenen TeamSpeak, ob wir da irgendwie einen Channel kriegen. Weil sonst wäre irgendwie doof, wenn jetzt hier in die Aufnahme einfach jemand reinplatzen täte. Aber ja, das ist alles noch Zukunftsmusik. Ich nehme jetzt übrigens schon mal ein bisschen im Voraus auf, weil ja, ich hatte ja die zwei Parts, die ich gefällt, da wo ich halt gefällt habe bei Molan, die ich noch mir gerade noch eine Kakaobohne. Ne, ich glaube, wir haben gar keine mehr. Wir haben keine Kakaobohnen, ne, wir haben nur Cookies. Naja. Egal. Wo war ich? Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war. Also, ihr müsst mich entschuldigen, es ist wirklich sehr heiß und ich wohne hier unterm Dach. Da ist das Ganze noch etwas weniger akklimatisiert. Aber ich versuche das hier mein Bestes. Ja, genau, jetzt weiß ich auch wieder, wo ich war. Und zwar, ich nehme jetzt immer ein bisschen voraus auf, weil ich ja eben die zwei Parts noch hatte. Und es gibt jetzt auch so eine coole Funktion von YouTube, dass diese einstellen kann bei der Veröffentlichkeit. Also man kann ja einstellen, ob man ein Video in YouTube öffentlich, jetzt habe ich keine extra dabei, egal, öffentlich, privat, nicht gelistet und so machen kann. Und da gibt es jetzt eben die Funktion falsch gelistet, geplant am, und dann kann man genau einstellen, wann das Video veröffentlicht werden soll, an welchem Tag und welche Uhrzeit. So, also es ist echt cool, so ist das, vereinfacht einem auch das Hochladen, dass man halt, das geht dann ganz automatisch. Und ich habe jetzt so für mich beschlossen, jetzt, dass ich eben Montag, Mittwoch und Freitag und am Wochenende ein, zwei Parts immer bringe. Ich denke mal, das ist ganz okay. Also auf jeden Fall nicht jeden Tag, denn jetzt, die Ferien sind ja jetzt dann bei mir auch schon wieder rum. Ich habe jetzt gerade noch eine Woche, weil ich die letzten zwei Wochen dann Ferienjob mache. Und ihr werdet es nicht glauben, aber in der Schule Ferienjob beim Hausmeister. Ja, ich bin so ein Idiot, der zwei Wochen früher schon in die Schule geht und dort auch noch arbeitet. Aber es gibt kein schlechtes Geld, sage ich jetzt mal. Hoffe ich zumindest, genau weiß ich es noch gar nicht. Aber es gibt, glaube ich, kein schlechtes Geld, und mit diesem Geld werde ich dann mein PC verbessern, weil, wie gesagt, der Prozessor, ihr seht ja jetzt, kommt dauernd Fehlermeldungen, zu wenig RAM und der Prozessor ist schlecht. Ich habe 2 GB Arbeitsspeicher, da kann man ja heutzutage eigentlich nur noch den Internetbrowser öffnen. Aber nun ja, muss ich ganz kurz noch gucken. Ja, genau. Auf jeden Fall habe ich dann 400 Euro, also ich schätze so 400 Euro in den zwei Wochen dann. Genau, das weiß ich leider noch nicht. Und dann habe ich mir schon mal ein bisschen auf Amazon die Sachen in der Wunschliste, die ich mir dann kaufen will. Konkret kaufe mir dann erstmal ein neues Mainboard, Motherboard, wie auch immer. Und dann gleich mal einen schönen
Intel i7 Prozessor und 8 GB RAM habe ich, glaube ich, dazu noch. Und dann müsste das Ganze mal ein bisschen flüssiger und besser gehen. Und dann habe ich auch noch, oder hoffe ich, dass ich dann bald besseres Internet habe, weil ich dann nicht mehr über WLAN, sondern über LAN habe, und dann das ist eigentlich immer schneller und besser. Und dann hoffe ich mal, dass das Ganze hier auch ein bisschen professioneller vonstatten geht. Ich bin ja neu, aber mittlerweile habe ich mich, glaube ich, ein bisschen eingelebt hier auf YouTube. Ups. Und wenn jetzt dann neue, also Partner kommt, denke ich mal, wird das Ganze auch noch mal interessanter, auch für euch. So, jetzt haben wir mal noch ein bisschen Stein für die Decke. So, 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 ja, das ist halt so. Vielleicht, denke mal, mit dem Keller sind wir jetzt noch ein paar Folgen beschäftigt. Vor allem dann mit der Einsortierung, das wird noch ein Spaß, das weiß ich aber noch nicht, ob ich das aufnehmen werde. Wahrscheinlich nicht. Aber ich denke, wir schaffen das nicht ganz diese Folge, sodass wir dann nächste Folge noch weiter arbeiten. Und vielleicht dann übernächste Folge unser schönes Gewächshaus dann bauen, das wir ja auch vorhatten. Eieiei. Was füttern. Ups. So. Ja, und es ist ja dann bald wieder Schule, das heißt, ich werde dann wahrscheinlich auch nicht mehr so viel Zeit haben. Aber nichtsdestotrotz habe ich mir vorgenommen, auch ein zweites Spiel aufzunehmen. Ich weiß jetzt noch nicht was, denn ich habe eigentlich gar nichts groß. Jetzt noch ein anderes Spiel, das ich anbieten täte. Aber da werde ich. Ich habe eigentlich nur große Simulatoren. Und die kann man ja nicht so gut zocken. Vor allem sind der größte Teil Müll. Aber mal sehen. So. Was mich mal noch interessieren täte, wäre, was ihr denn sonst noch so für Let's Player auf YouTube guckt. Das könnt ihr vielleicht mal in die Kommentare schreiben. Weil ich denke mal, da gibt es bestimmt noch ein paar, die ihr guckt, oder vielleicht guckt ihr auch ganz andere Sachen auf YouTube. Keine Ahnung, das würde mich mal interessieren. Also, ich gucke nämlich zum Beispiel noch die Porkchop Media, das ist auch, glaube ich, recht bekanntes LP, Let's Player Team. Dann gucke ich noch den Zander und den PD. So, dann wären wir fertig. Und bei dem finde ich echt extrem krass. Der hat jetzt, glaube ich, fast 20 Folgen. Und hat schon 400 Abonnenten oder so. Das ist echt nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, und jetzt sind wir ja schon fertig. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell geht. Und dann hätte ich sagen, machen wir jetzt gar nicht lang noch drum rum, sondern ich beende jetzt die Folge und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und schönen Tag noch, erfrischt euch schön bei dem heißen Wetter. Ciao.